Hallo, liebe Ideenhelden! Heute ist der letzte Tag der Ideenheldenparade von und für lebensdurstige Ideenhelden. Jasmin und ich möchten uns gerne bei euch bedanken. Wir sind ganz begeistert von der Qualität, von den Inhalten der Blogparade. Also ein ganz, ganz großes Dankeschön an die Autoren der Parade. Wir hatten Themen dabei, wo es darum ging, wie du als viel begabter, vielseitiger Mensch deine Berufung findest, wie du dich organisierst, dein Chaos bändigst, wie du deine Löffelliste schreibst, wie du deine Marke etablierst, wie du mit Überforderung umgehst oder mit, ja, ich sag mal, Kommentaren von anderen, die dich vielleicht nicht so verstehen, wie du dein Business ausrichtest, wenn du viele tausend Interessen und Projekte hast, wie du dran bleibst an deinen vielen Projekten und lauter spannende Themen, die wirklich uns Ideenhelden auf der Seele brennen, wurden eben halt in dieser Parade zur Sprache gebracht. Und vielen Dank auch an eure Beteiligung, ans Kommentieren, ans Diskutieren, ans Teilen. Also wirklich, die Parade ist genau dadurch lebendig geworden, dass ihr alle mitgemacht habt. Und es wird eine Zusammenfassung bzw. auch eine Übersicht aller Beiträge mit Verlinkungen auf Jasmins und auf meinem Blog geben. Wir werden das, wenn es fertiggestellt ist, hier auch in der Gruppe posten. Einfach, dass ihr nochmal, wenn ihr jetzt während der Parade nicht geschafft habt, alle Beiträge zu lesen, zu kommentieren oder einfach ja, zu genießen, dann werdet ihr später auch nochmal die Möglichkeit haben. Und ja, was hat das für eine Auswirkung gehabt, die Parade? Also wir haben ganz tolle Mitteilungen gekriegt oder Nachrichten, wo wirklich die Teilnehmer der Parade gesagt haben, oh, das hat mich so inspiriert und ich habe mich jetzt getraut, dass ich das und jenes tue oder dass ich da wirklich jetzt auch nochmal ein ganz anderes Gefühl für meine Vielseitigkeit, mein Ideenhelden-Dasein, Scanner-Persönlichkeit bekommen habe. Und das freut uns ganz, ganz doll. Also deshalb nochmal, wir sind wirklich super happy über diese Parade. Und für unsere Ideenheldengruppe hat es uns ja an die 300 neue Mitglieder gebracht. Und das freut mich sehr, 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 weil dadurch kann nochmal ein sehr viel intensiverer Austausch stattfinden. Und einfach mehr Ideenhelden-Scanner-Persönlichkeiten haben jetzt in unserer Gruppe auch so ein bisschen ihr Zuhause gefunden und die Gleichgesinnten, mit denen sie sich austauschen können. Also da auch nochmal ein herzliches Willkommen an alle Neuen. Okay, dann ja, wie gesagt, schaut euch die Beiträge gerne noch an und ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und ganz viel Inspiration und auch vielleicht ja einfach gut geht Zeit, dass ihr einfach euer buntes Leben weiterhin in die Welt tragen könnt und damit wiederum andere Ideenhelden, andere Menschen anstecken, begeistern und inspirieren könnt. Also alles, alles Liebe, eure Diana. Tschüss!